Hallo und herzlich willkommen zur Auflösung vom HRT, vom Horse Riding Tales Gewinnspiel. Ich wollte ja fünfmal eine Mystical Pet Box an euch verlosen. Ich habe gesehen, wir haben 81 Kommentare unter dem Video. Und ich werde jetzt einfach mal hier fünfmal dann jeweils eine 1 bis 81 rollen. Wir haben einmal die 74. So, ich schreibe mir das mal auf hier. Next, die 65, die 41, die, Moment, habe ich das schon? LOL! Okay, ich werde natürlich immer nur eine doppelt, nicht doppelt vergeben. Die 11, LOL, und die 60. So, wir gucken uns gleich einfach mal an, welche Leute da gewonnen haben. Das habe ich einfach jetzt schon mal hier vorbereitet. So. Dann gucken wir einfach mal durch. Von. Oh mein Gott, da bin ich gerade in HRT reingegangen. Wir gucken mal durch. Wir haben die 11. Das heißt 1, 2, 3, 4. Oh, nee, Moment, das machen wir ganz. Wobei, doch, ich hätte das besser machen sollen. Ja, gut, müssen wir einfach mal zählen. Wir haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist. Die Ruby Flame. Das ist die 11. So. Und dann haben wir die einen. Dann haben wir die andere. Die zähle ich am besten von hinten an jeweils. Zählen wir das Ganze quasi mal runter. So. Okay. Hier. Da haben wir dann also die 81. Das heißt 80. 79. 78. 77, 76, 75, 74. Einmal so. 74, dann haben wir die 65. Das heißt 3, 2, 1, 0. Und dann nochmal. 3, 2, 1, 0. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Der heißt Layla Storm. Und als letztes muss man dann wahrscheinlich dann nochmal weiterzählen. Hier haben wir also Layla Storm und dann nochmal 5. 64, 63, 62, 61, 60. Die Amber Cactus. So. Und jetzt müssen wir dann von hier aus noch, okay, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 und jetzt nochmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, die Person hat ja gar nicht mitgemacht. Dann gehen wir eins weiter. Nehmen wir hier die Hannah Moon. So, weil den Kommentar kann ich natürlich nicht werten. So. Yep. Haben wir unsere fünf Leute. Und dann gucken wir mal, dass wir die fünf Leute dann auch im Spiel finden. So. Damit willkommen im Spiel. Wir gucken mal, dass wir die ganzen Leute finden. Denn wir müssen ja jetzt die Petkisten vergeben. So. Moment, Pets hier, Packs, und dann haben wir hier die Mystical Sachen, oh mein Gott, ich hoffe, dass ich die Leute auch finde, Fiona, C, Crystal, hoppala, mal gucken, nein, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Moment, sind das vielleicht die Leute, die mir... Ihr seht gerade hier, das sind wahrscheinlich die Leute. Ja, aha, ich sehe es gerade. Alle Leute, die für mich als Geschenk möglich sind, sind die Leute, die mir eine Freundesanfrage geschickt haben. Also bitte an die fünf Leute, die gewonnen haben, schickt mir eine Freundesanfrage und dann werde ich euch dann
eine dieser Kisten geben. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich von diesen Leuten erstmal allen erstmal kurz die Freundesanfragen ablehnen werde, damit ich mehr die Leute rausfinden kann, die dann auch gewonnen haben. Und dann hoffe ich mal, dass ich das bis zum nächsten Mal irgendwie geregelt bekomme, dass ich dann euch die ganzen Sachen geben kann. Es ist leider ein bisschen blöd gelöst, dass ich dann nicht alle Leute sehe, sondern eben nur die Variante. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir das dann irgendwie auf die Reihe kriegen. Damit sage ich dann aber auch danke fürs Zuschauen. Ich gucke mal, dass ich das immer mal wieder machen werde, dass ich solche Geschenke raushauen werde. Ich gucke mal gerade selber nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Am letzten Mal hatte ich ja... Genau, ich habe hier noch die VIP-Chest. Genau. So. Und dann habe ich beim letzten Mal gesehen, dass mir diese Kiste tatsächlich ihr... Oh Gott, ich vergesse andauernd die Namen. Genau, genau, Tali hatte mir ja die Kiste geschickt, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Dann sage ich da aber auch nochmal vielen lieben Dank. Diese Woche haben wir Dragon Egg. Ich weiß nicht genau, ob wir das dann in der Art machen werden. Dann sage ich aber auch danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass es jetzt für alle fair genug war, so in der Richtung, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann an die Leute bitte mir eine Freundesanfrage schicken und dann hoffe ich, dass ich die dann jetzt nach und nach bearbeiten kann, dass die Leute dann ihre Kisten bekommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal euch allen. Ciao, ciao.